Über 20.000 Kilometer bin ich jetzt schon unterwegs mit unserem Dauertester, dem neuen Skoda Octavia Scout. Ein absolut verlässlicher Partner, der auch viel Spaß gemacht hat im täglichen Betrieb und für Furore gesorgt hat, weil er einfach anders ist, als man es erwartet. Grund dafür ist natürlich, dass das Kontingent, das nach Österreich gekommen ist, mit 500 Autos für heuer beschränkt war. Dementsprechend sieht man nicht viele auf der Straße und dementsprechend schauen die Leute, was natürlich doppelt Spaß macht, wenn man mit einem kostengünstigen Allradkombi unterwegs ist, der noch dazu für Aufsehen sorgt. Mit dem Octavia Scout haben die Tschechen sehr viel richtig gemacht. Einerseits kommt man dem Trend zu offroadigeren Fahrzeugen nach, andererseits ist der Skoda dank niedrigem CW-Wert spritsparend und im Asphaltalltag sehr agil. Ich könnte Ihnen jetzt was über den durchzugsstarken 140 PS TDI-Motor erzählen, mit dem man wirklich in jeder Situation ordentliche Fahrleistungen zur Verfügung hat und trotzdem nur laut Bordcomputer 6,8 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer verbraucht haben. Ich könnte Ihnen auch was über den permanenten Allradantrieb erzählen, mit dem man wirklich überall hinkommt und auch unter widrigsten Bedingungen Grip auf der Straße hat. Tue ich aber nicht, denn das steht im Prospekt. Stattdessen sage ich Ihnen, dass der Sympathiewert bei diesem Auto irrsinnig hoch ist. Und wenn man 20.000 Kilometer mit einem Auto unterwegs ist, dann merkt man das. Weil man kommt immer wieder in Situationen, wo man rechts steht und links abbiegen möchte. Alles kein Problem mit dem Octavia Scout, weil er zum einen natürlich ein Hingucker ist und zum zweiten ein sympathisches Image hat. Nicht aufdringlich, aber doch so, dass man sagt, hey, der Mann hat Geschmack, der hat ein cooles Auto und noch dazu ein sympathisches. Den Octavia Scout kann man schaltfaul wie jedes andere Auto mit 5 Gängen bewegen. Der 6. Gang dient hier eher als Autobahn-Spritspargang. Dass das Skoda Octavia Kombi ein absolut praktikables Auto ist, das weiß man, das wissen viele Kunden. Dementsprechend ist er ja auch in der Verkaufsstatistik ganz, ganz oben zu finden. Dementsprechend natürlich auch nicht anders beim Scout. Ich erzähle Ihnen aber nicht, wie viel Liter Kofferraumvolumen das Auto fasst, sondern sage Ihnen, dass wir sowohl mit dem Kamerateam, mit komplettem Equipment durch ganz Österreich immer bequem unterwegs sein können, weil wir einfach viel Platz haben, sowohl vorne als auch hinten fürs Equipment. Ich erzähle Ihnen, dass sich meine Kinder super wohlfühlen in dem Auto und dass mein Hund aus dem Kofferraum gar nicht rauszubringen ist. Ich erzähle Ihnen auch, und das wird Sie wahrscheinlich erheitern, dass ich den Kofferraumdeckel offen gehabt habe, als ich aus meiner Garage rausgefahren bin. Dementsprechend kaputt war das Garagentor und der Kofferraumdeckel. Das ist auch der einzige Grund, warum wir mit unserem Octavia Scout in den letzten 20.000 Kilometern in der Werkstatt waren. Aber es gibt auch Kritik. Das bis zu 2.500 Euro teure Navigationssystem reagiert sehr langsam und erinnert ein bisschen an die Computergrafik der 80er Jahre. Hier gibt es eindeutig bessere Lösungen vom Elektrohändler Ihres Vertrauens. Auch das Fahrwerk ist für ein Auto dieser Bauart sehr straff. Dafür sind schnelle Kurven überhaupt kein Problem im Octavia Scout. Unser Fazit: Mit dem Octavia Scout liegt man absolut richtig im Offroad-Trend. Er ist kein unsympathisches, riesiges SUV, mit dem man anderen Straßenbenutzern die Sicht versperrt, sondern ein lifestyleiger Allradler, der dank 140 PS Dieselmotor fahraktiv und sparsam gleichzeitig ist. Es gibt Dauertestautos, auf die freut man sich mehr und welche, auf die freut man sich weniger. Im Fall des Octavia Scouts habe ich mich mehr gefreut, denn ich finde das Konzept einfach super. Außerdem schaut er gut aus und er hat mich in den letzten 20.000 Kilometern auch wirklich nicht enttäuscht. Weder vom Design noch von der Technik, also war immer ein verlässlicher Partner. Noch mehr sogar, ich bin meinen Freunden schwer auf die Nerven gegangen, weil ich habe immer Vergleiche angestellt mit den Autos meiner Freunde und habe sie gefragt, warum hast du einen Audi Allroad, der kostet das Doppelte, schaut genauso aus und kann das Gleiche. Dem ist natürlich nicht so, aber im Grunde geht es schon in die richtige Richtung, denn für das Geld, das der Octavia Scout kostet, gibt es eigentlich nichts Vergleichbares, was natürlich auch mit dem Fahrzeugkonzept an sich zu tun hat.